Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen, was wird der Maßstab der FDP-Fraktion bei dieser Umsetzung von EU-Recht sein? Ein ganz einfacher, es 1:1 umzusetzen, keine deutsche Sonderschippe obendrauf zu legen, und zwar auch, weil das eben den europäischen Strombinnenmarkt stärken wird. Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich weiß gar nicht, warum Sie sich über EU-Recht so amüsieren. Federführend ist dafür eine Kommissionspräsidentin zuständig, die Sie kennen sollten. Also 1:1 Umsetzung, um den EU-Strombinnenmarkt zu stärken, weil wir das gemeinsam als EU mit einer unabhängigen Energieversorgung von denjenigen, die uns aus politischen Gründen den Gashahn zudrehen, wenn es ihnen passt, auch voranbringt. In der weiteren Vorausschau ist dabei für die Freien Demokraten auch klar, und es gilt eben insbesondere für die erneuerbaren Energien, wir können sie raus aus den Subventionen und rein in den Markt lassen. So und so viele Akteure an diesem Markt schaffen das bereits. An denen wollen wir uns orientieren. Und da sind übrigens auch schon wichtige Schritte in der Wachstumsinitiative der Bundesregierung verabredet, die wir bis Weihnachten umsetzen werden. Denn zur Wahrheit gehört auch dazu, wenn wir den Solarausbau, der hat subventioniert, Herr Bernhard, also an die AfD mache ich noch folgenden Hinweis. Sie haben ja wieder das Märchen vom Infraschall erzählt. Hinweis für Sie, beim Brustschwimmen erzeugt man mehr Infraschall als solche Windräder. Also einfach Sport treiben, das tut Ihnen dann vielleicht ganz gut. Die Bemerkung sei mir gestattet. Zur Wahrheit gehört auch dazu, wenn wir den Solarausbau im bisherigen Subventionierungsrahmen fortsetzen, dann kann er die Stabilität des Stromsystems eher gefährden als ihr Nützen. Und deswegen werden wir Freien Demokraten auch darauf dringen, dass der Markt endlich dahingehend gestärkt wird, dass Flexibilitäten so angereizt werden, dass die Volatilität kein Problem mehr ist, sondern man mit ihr netzdienlich und marktdienlich umgehen kann. Und weil es in diesem Hause ja der ein oder andere mitgekriegt hat, ich bin ja auch ein Speicherfreak, und da sei noch das Detail gestattet. Ja, weil Sie von Speichern einfach keine Ahnung haben oder auch keine Ahnung haben wollen, weil Sie mal wieder nicht mit den Richtigen sprechen. Wir werden uns dafür stark machen, dass die vereinfachte Genehmigung vor Speichern nicht, wie es in der Fachsprache heißt, nur co-located, also direkt neben irgendwelchen Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien zuständig möglich wird, sondern auch ganz netzdienlich bei Netzknotenpunkten. Wenn wir das technologisch vorantreiben, wenn wir dem Markt endlich die Möglichkeiten offerieren, die Innovation auszutoben, die längst im Gange ist, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Vielen Dank und schönen Abend noch.